So, Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Es ist wieder Zeit für ein Food Haul, deswegen gibt es den heute. Heute war ich einkaufen bei Aldi, Nord und DM. Eigentlich hätte ich heute nicht einkaufen müssen, weil ich eigentlich noch für ein Mittagessen habe. Ich habe noch diese Asia-Pfanne für 2 bzw. 3 Mal. Zudem gehe ich diese Woche 2 Mal essen, also einmal auf jeden Fall, beziehungsweise brunchen. Da weiß ich nicht, ob ich dann noch Hunger habe auf Mittagessen. Und einmal steht aber noch nicht fest. Das heißt, ich bräuchte eigentlich erst zum Wochenende was zum Essen. Aber ich war jetzt trotzdem einkaufen. Und ja, es ist doch mehr geworden, als ich wollte. Ja, und das so ist, Aldi ist ein bisschen weiter weg. Das heißt, ich müsste laufen und ganz viel schleppen. Aber egal, und bei DM habe ich ein paar Sachen gebraucht. Vielleicht sage ich euch zuerst DM, habe ich nicht so viel eingekauft. Dann sage ich euch, wie viel ich bezahlt habe und was ich diese Woche kochen werde. Dann nur noch eine Sache, ne? Genau, und zwar bei DM, was ich euch auch empfehlen kann, habe ich mir Buchweizenmehl gekauft, 2 Mal. Daraus könnt ihr die besten Pancakes machen. Die schmecken wirklich mega geil. Man muss sich an den Geschmack gewöhnen. Sie schmecken aber und die machen satt und man nimmt nicht zu, wenn man die isst, ja. Also aus Buchweizenmehl, Vollkornmehl, die gibt es bei DM, da nehmt ihr 100 Gramm davon. Hier sind jetzt 500, also hier auch, also habe ich für 10 Mal. Also ihr braucht 100 Gramm Buchweizenmehl mit Wasser, bis so ein Pancake-Teig entsteht und dann einfach ausbraten. Dann macht ihr Butter drauf und Agavendicksaft, so viel ihr wollt und fertig ist es. Und davon seid ihr wirklich satt, wirklich. Kann ich euch echt empfehlen, esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Deswegen Pancakes. Gut, dann habe ich mir noch Agavendicksaft gekauft. Bei DM bekommt ihr auch bei Aldi, aber ich habe es jetzt bei DM mal mitgenommen. Für die Pancakes, genau, brauche ich noch Agavendicksaft. So. Okay, weiter geht's mit Aldi. Da habe ich ein bisschen mehr zugeschlagen, weil ich war früher oft bei Aldi, weil der Aldi bei uns hat leider zugemacht und ich habe immer bei Aldi eingekauft und da gibt es alles, was ich brauche. Ja, und diesmal kann ich nicht so Großeinkäufe bei Aldi machen, weil ich das halt schleppen muss, ja. Also ich habe einmal gekauft Couscous, gibt es leider bei Netto nicht. Couscous für Couscous-Gemüsepfanne oder für Couscous-Salat. Genau, schmeckt sehr, sehr gut. Dann haben wir Quinoa, denn ich werde diese Woche noch einen Quinoa-Salat machen. Genau, deswegen Quinoa gibt es auch nur bei Aldi. Und für den Quinoa-Salat brauchen wir Cherry-Tomaten. Hier, die gab es in so kleinen Behältern, leider nicht in so einem Eimer, sondern hier. Und dann brauchen wir noch Hirtenkäse für den Salat. Und das war's. Das wird der Quinoa-Salat werden. Genau, dann geht's weiter. Dann habe ich noch unspektakuläre Müllbeutel gekauft. Die kaufe ich immer bei Aldi. Und Brot. Bei Aldi gibt es die besten Backwaren. Ich habe das schon so oft erwähnt, bei Aldi gibt es die geilsten Sachen. Das Brot werde ich aber einfrieren und auch zum Frühstück essen. Also ich friere das immer ein. Das ist volles Korndunkel, schmeckt sehr gut. Das friere ich wie gesagt ein und gönne mir dann immer so 2 Scheiben zum Frühstück. Eventuell auch mal abends, wenn ich Hunger kriegen sollte. Aber eher wahrscheinlich nicht so oft, beziehungsweise gar nicht. Dann haben wir noch Paderborner Brot. Friere ich auch ein, schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und dann das Beste, wenn ich mal Lust haben sollte, also aber auch nicht zu oft, das letzte Mal ist, glaube ich, über einen Monat her, Brötchen von Aldi. Das sind die besten Brötchen. Vital und Fit Merkornbrötchen. Die kann ich euch empfehlen. 6 Stück kosten 99 Cent zum Aufbacken. Die sind wirklich richtig lecker, machen richtig satt. Davon esse ich dann auch 2 Stück zum Frühstück. Ja. Dann noch was anderes, auch eine Empfehlung, was esse ich aufs Brötchen, beziehungsweise aufs Brot kann ich euch einmal empfehlen, gibt es auch nur bei Aldi Nord, Antipasti-Creme und zwar ist das Senfhonig, genau 2 Mal, die haben eine neue Verpackung bekommen und jetzt habe ich Angst, dass das nicht mehr so geil schmeckt wie früher. Aber ich werde euch mal berichten, ob das genauso schmeckt, also Antipasti-Senfhonig. Genau, das mache ich mir dann aufs Brot oder Brötchen, ist sogar vegetarisch, schmeckt mega geil, das hier. Und dazu gibt es Tomaten. 3 Stück habe ich mir geholt. Genau. So, und was noch? Genau. Dann geht es weiter. Oh, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Bananen.
4 Stück, so kleine, weil die benutze ich für mein Porridge. Das Rezept gibt es schon auf meinem Kanal. Kann ich euch hier in der Infobox gerne verlinken. Aber hier muss ich warten, bis die gereift sind. Also die müssen richtig braun sein, damit die süß sind. Deswegen dauert das noch, bis ich mein Porridge essen kann. Ja. So, dann geht's weiter mit Zitrone und Ingwer. Brauche ich für meinen Zitronen-Ingwer-Tee, kann ich euch auch verlinken. Trinke ich auch 1 Liter jeden Tag, beziehungsweise habe ich das heute wieder getrunken und die letzten Tage nicht, weil ich keinen Ingwer hatte. Ja, nur noch ein bisschen Rest deswegen. Ja, aber sonst trinke ich das auch sehr gerne. Deswegen so eine große Ingwer. Und das Beste kommt zum Schluss. Das habe ich an der Kasse gesehen. Davon gab es nur noch 4 Stück Monster Energy. Ich liebe Energy. Vor allen Dingen die mit Zero Zucker. 4 Stück. Die beiden. Und die beiden, ich weiß, Leute, es ist mega ungesund. Keine Frage. Auch dieses ohne Zucker, da ist ja dieses, glaube ich, Aspartam drin. Oder irgendwelche Aromen, Süßungsmittel. Nee, Sucralose. Und keine Ahnung, was das heißt, nicht gesund. Kann ich euch nicht empfehlen. Schmeckt aber mega gut. Deswegen. Energy. So, genau. Und das war's. Genau, das war's. Wie viel habe ich bezahlt? Bei DM, glaube ich, 4,65. Ich habe nämlich noch was anderes gekauft. Aber für den Food-Teil 4,65 circa. Und bei Aldi habe ich ausgegeben, Moment, ein bisschen mehr. 21,40. Also ich glaube genauso viel wie letzte Woche bei Netto. Kann das sein? So, genau. Und das war's. Was werden wir heute kochen? Habe ich euch ja gesagt. Asia-Hähnchenpfanne mit Reis mache ich mir. Ich gehe wahrscheinlich 2-mal essen. Und dann zum Wochenende mache ich mir einen Quinoa-Salat mit Hirtenkäse und Cherry-Tomaten. Genau. Und zum Frühstück? Was gibt's zum Frühstück? Ich glaube Brot. Brot. Brot, wahrscheinlich Brot. Ja, genau. So, schaut euch meine Foodhauls an. Ich filme nämlich immer mit, was ich so koche, als Inspiration für euch. Meinen letzten Foodhaul kann ich euch auch hier auf dem i-Punkt verlinken. Schaut sehr gerne vorbei, der nächste folgt bald, wenn ich genug gefilmt habe, weil, wie gesagt, ich esse vielleicht 1 bis 2 Gerichte die Woche. Das heißt, ich filme nicht so viel, weil ich halt nicht jeden Tag koche. Genau, schreibt mir in die Kommentare, ob euch der Foodhaul gefällt und ob ihr gerne mehr sehen wollt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!